Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir beraten heute in zweiter, dritter Lesung das Gesetz zur Ausweitung des Maßregelrechts bei extremistischen Straftaten. Damit soll das Strafgesetzbuch dort geändert werden, wo im Rahmen der Führungsaufsicht eine elektronische Aufenthaltsüberwachung angeordnet werden kann. Bereits im Jahr 2011 ist im Rahmen der Führungsaufsicht die elektronische Aufenthaltsüberwachung in das Gesetz hineingenommen worden, um beispielsweise Gebots- und Verbotszonen zu definieren, damit verurteilte Straftäter von weiteren Straftaten abgehalten werden und die Resozialisierung unserer Gesellschaft gefördert wird. Voraussetzung für die Anordnung der Führungsaufsicht war bislang, dass der Straftäter zu einer Straftat von Freiheitsstrafe von mindestens 3 Jahren verurteilt wurde und eine sogenannte Katalogstraftat vorlag. Diese Maßnahme, und das will ich heute Abend auch festhalten, hat sich beispielsweise im Bereich der Sexualstraftaten bewährt. Straftäter, die wegen einer Sexualstraftat verurteilt wurden, haben gewisse Kontaktverbote und gewisse Bereiche des Zutritts zu meiden, um damit diese Täter von weiteren Straftaten abzuhalten und, was uns sehr wichtig ist, auch die Opfer zu schützen. Das, was sich im Bereich der Sexualstraftaten bewährt hat, wollen wir auch im begrenzten Umfang für Straftäter einführen, die wegen gefährlicher Straftaten verurteilt worden sind. Wegen schwerer staatsgefährdender Gewalttaten, beispielsweise Terrorismusfinanzierung und Mitgliedschaften in einer terroristischen Vereinigung. Wer wegen dieser Straftaten verurteilt wurde, der ist nicht unschuldig, sondern das ist ein Extremist und ein Gefährder. Und der Rechtsstaat muss im Interesse der Rechtssicherheit, der Sozialisierung und des Opferschutzes auch darauf achten, dass von diesen Menschen keine weitere Gefahr ausgeht. Und die elektronische Fußfessel im Rahmen der Führungsaufsicht ist eine gute und rechtsstaatlich angemessene Möglichkeit, dieses Ziel zu erreichen. Natürlich wissen wir auch, dass damit nicht unbedingt, und das schreckliche Beispiel des Priesters in Rohr hat es gezeigt, ein zu allem entschlossener Täter von einer weiteren schweren Straftat abgehalten werden kann. Aber es geht nicht allein um die Schwarz-Weiß-Fälle. Es geht auch um die Fragen, gerade bei Terrorismusfinanzierung beispielsweise, welches Netzwerk liegt denn dieser Struktur zugrunde? Mit wem hat der Terrorist Kontakt gehabt? Und ich glaube, dass vor diesem Hintergrund, dass man versucht, gewisse Verbotszonen zu definieren, um damit deutlich zu machen, wenn jemand in diese Verbotszone sich bewegt, dann wird die Polizei alarmiert. Und das hängt von der Polizeitaktik ab, ob man innerhalb von 5 oder 10 Minuten am Ort ist. Das zeigt eben doch, dass die Aufklärungswahrscheinlichkeit und die Verhinderungswahrscheinlichkeit von schweren Straftaten gesteigert wird. Und auch das ist ein wichtiger Wert in einem Rechtsstaat. Wenn nämlich bei Menschen, die bereits verurteilt worden sind, bei Anhaltspunkte für weitere Straftaten dieser Rechtsstaat seine Stärke ausspielt. Das sind wir auch dem Rechtsstaat und der Sicherheit schuldig. Meine Damen und Herren, es wird immer wieder eingewandt, das sei nicht richtig wirksam, wie von Ihnen, Herr Kollege Tempel, und heute Nachmittag haben wir immer wieder gehört, das sei doch alles Symbolpolitik. Ich will eines Ihnen deutlich sagen. Wir haben heute allein in diesem Deutschen Bundestag mehrere wichtige und gute Gesetze im Bereich der inneren Sicherheit verabschiedet. Die Meinung haben Sie. Wir haben Polizisten besser geschützt. Wir haben das BKA-Gesetz reformiert. Wir werden heute noch über die Fluggastdatenspeicherung sprechen. Und all diese Mittel zusammen ergeben ein rundes Bild. Wir werden Freiheit und Sicherheit nicht gegeneinander ausspielen können und dürfen.
sondern wir werden nur dann frei leben können, wenn wir auch die Sicherheit verteidigen. Und dazu braucht es viele Mosaikbausteine und elektronische Fußfesseln für bereits verurteilte Straftäter zur Verhinderung weiterer Straftaten ist ein weiterer Mosaikbaustein, den wir heute bitte beherzt beschließen für die Sicherheit in unserem Land. Vielen Dank. Der Kollege Hans-Christian Ströble hat für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen das Wort.